Hallo zusammen, mein Name ist Nils, ich arbeite als Trainer bei Inicio Fitness in Kaiseraugst. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute machen wir zusammen ein 10 Minuten Ganzkörper-Workout für Beginner. Ich will gar nicht groß drumherum reden. Ihr braucht einfach eine Matte, ein Handtuch, was zu trinken, wenn ihr möchtet und einfach ein bisschen Energie, 10 Minuten lang. Wir werden gleich anfangen mit der ersten Übung. Das werden einfach ganz normale, schöne Kniebeugen werden. Wir machen 30 Sekunden eine Übung, danach haben wir 30 Sekunden Regeneration. Ich erkläre euch ganz kurz, was als nächstes kommt. Und ich würde sagen, wir starten zusammen. Ich stelle nur den Timer ein. Wir haben 15 Sekunden Countdown und dann geht's los. Bedeutet, wir machen uns bereit, stellen uns hüftbreit, Knie hüftbreit, schaut, dass wir schön außen bleiben. Und wir starten unsere 10 Minuten in 3, 2, 1. Eins, los geht's. Euer Tempo. Schön tief in die Kniebeuge und nach oben. Sehr gut. Jawohl. Sehr gut. Knie bleiben schön hüftbreit. Wir knicken nicht nach innen. Bauch ist angespannt. Brust versucht ihr wirklich so aufrecht wie möglich zu halten. Sehr schön. Gut so. Machen noch 10 Sekunden. Jawohl. Und kommt, die letzten 2 Wiederholungen und eine. Sehr gut. Wir gehen direkt runter auf die Matte in eine Liegestützposition. Ihr könnt sehr gerne die Knie auf der Matte lassen. Die Hüfte schieben wir nach vorne, gerader Rücken. Dann gehen wir kontrolliert tief und drücken uns nach oben, okay? Wenn ihr das auf den Füßen könnt, dann dürft ihr selbstverständlich auch normale Liegestütze machen. Bereit? 3, 2, 1 und los geht's. Kommt, wir gehen schön tief, ganz leichter Kontakt mit der Matte und dann drückt ihr euch wieder nach oben. Sehr schön. Bauch bleibt angespannt, wir geraten nicht ins Hohlkreuz. Sehr gut. Weiter geht's. Jawohl. Schön euer Tempo, ganz kontrolliert arbeiten. Wir haben noch 10 Sekunden. Super. Kommt, jeder noch 2 saubere Wiederholungen und eine. Yes, sehr gut. Direkt auf den Rücken drehen. Die Beine winkeln wir an, die Hände verschließen wir hinter dem Kopf, dass unsere Ellenbogen nach außen zeigen. Und dann arbeiten wir linker Ellenbogen, rechtes Knie und dann rechter Ellenbogen, linkes Knie. Diagonal, okay? Versucht wirklich mit den Schultern weg vom Boden zu kommen. 2, 1, los geht's. Kommt. Schön seitlich arbeiten. Diagonal. Ellenbogen ans Knie bringen. Super. Ja. Euer Tempo. Kommt. Schön ausatmen, wenn wir hochgehen. Zack. Jawohl. Gut so. Weiter geht's. Macht ihr sehr gut. Komm, 10 Sekunden sind auf der Uhr. Jawohl. Super. 3, 2, 1. Gut. Direkt auf den Bauch legen. Wir machen eine Übung, die nennt sich Schwimmer. Alle 4 in die Luft und dann bewegen wir Arme und Beine, okay? Versuchen Arme und Beine in der Luft zu halten, halbe Minute lang. Schön strecken und immer bewegen. Macht euch bereit. Weiter geht's in 4, 3, 2 und los geht's. Kommt. Schön die Arme und die Beine in der Luft. Atmet und bleibt schön stabil. Genau, super. Kommt, immer schön weiter schwimmen. Wir gehen nicht unter. Kommt. Jawohl. Schön mit den Armen und den Beinen paddeln. 10 Sekunden sind auf der Uhr. Macht ihr toll. Gut so. Kommt, die letzten. 5, 4, 3, 2, 1, Spitze. Langsam aufstehen. Wir machen eine ähnliche Kniebeuge wie in der ersten Übung, aber jetzt absichtlich die Beine ein bisschen breiter und die Zehen zeigen leicht nach außen. Nennt sich Sumo-Kniebeuge, geht ein bisschen mehr auf den Po. Bedeutet, wir gehen tief und ich möchte, dass eure Knie leicht nach außen schieben in Verlängerung der Zehen und dann wieder hochgehen. 3, 2, 1, los.
schön tief nach unten und hochdrücken. Jawohl. Euer Tempo wieder gehen. Bauch ist angespannt, die Brust geöffnet. Tief, hoch. Super. Geht weiterhin euer Tempo. Jawohl. Gut so. Schön arbeiten. Push. 10 Sekunden wieder auf der Uhr. Zack. Jawohl. Komm, 2 schaffen wir noch Wiederholungen. Und 1. Yes. Sehr gut. Hälfte geschafft. Super. 5 Minuten noch. Wir versuchen, die Knie gestreckt zu halten. Wir gehen langsam mit den Händen auf die Matte. Laufen einmal nach vorne in eine Liegestützposition. Und dann richten wir uns wieder auf. Okay, das nennt sich Handwalk. Versucht so gut, wie ihr könnt. Wir starten wieder gemeinsam in 5 Sekunden. 3, 2, 1, los geht's. Langsam nach unten, Knie versucht ihr gestreckt zu lassen. Kurz in eine Liegestützposition. Und dann arbeiten wir uns wieder nach oben zurück. Perfekt. Schön langsam und kontrolliert euer Tempo. Liegestützposition und dann wieder hoch. Kommt, ja. 1 Wiederholung ist noch drin. Die letzten 7 Sekunden. Kommt. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, super. Wir gehen wieder runter auf die Matte. Machen was für unsere seitliche Rumpfmuskulatur. Unterarm auf die Matte, schön Höhe Schulter. Die Knie winkeln wir an, die Hüfte nach vorne schieben. Und dann möchte ich, dass ihr euren Rumpf hochdrückt und haltet. Wenn ihr das mit gestreckten Knien könnt, macht es. Wir starten zusammen in 2, 1 und hoch. Kommt. Hüfte schön nach vorne schieben. Der Blick geht geradeaus. Wir wollen eine gerade Halswirbelsäule halten. Und wir sind schön oben. Kommt. Hüfte wirklich so weit von der Matte weg, wie ihr könnt. Sehr schön. Atmen. Noch 10 Sekunden. Macht ihr toll. Kommt. Jawohl. Dranbleiben. 4, 3, 2, 1. Super. Langsam ablegen. Wir drehen die Seite. Gleiche Übung nochmal. Ihr habt genug Zeit, damit ihr euch wieder in die richtige Position begebt. Schaut wieder, dass wirklich der Arm unterhalb der Schulter ist, dass ihr ein gutes Kraftverhältnis habt. Knie anwinkeln, Hüfte vorschieben. Und dann geht es gleich wieder nach oben mit Blick nach vorne. Macht euch bereit. 5, 4, 3, 2 und hoch mit euch. Kommt. Versucht wieder den oberen Arm schön lang zu machen. Neutraler Blick, Halswirbelsäule ist gerade. Und wir atmen. Schön stabil sein in der seitlichen Rumpfmuskulatur. Sehr gut. Wie gesagt, wenn ihr das mit gestreckten Knien könnt, macht es sehr gerne. Für die unter euch, die es noch nicht können, winkelt die Knie an, ist eine super Übung. 10 Sekunden noch, kommt. Jawohl. Schön arbeiten. 5, 4, 3, 2, 1. Gut. Die letzten 2 Übungen. Wir legen uns nochmal flach hin. Arme und Beine nochmal lang machen. Und jetzt möchte ich, dass ihr wirklich eure Arme anzieht an den Körper, Oberkörper hoch und dann wieder die Arme lang macht, okay? Trotzdem in der Luft. Beine sowieso und die Arme ziehen wir ran und bringen wir wieder weg. Vorletzte Übung, noch 2 Minuten, macht euch bereit. 3, 2, 1 und los, kommt. Ellenbogen ranziehen und den Oberkörper hoch. Versucht wirklich die Brust so weit weg von der Matte zu bringen, wie ihr könnt. Super. Und hoch, jawohl. Die Beine sind schön stabil, auch in der Luft. Sehr gut. Und zieht. Jawohl. Weiter so. Zieht. Super. Sehr gut. 10 Sekunden. Kommt. Ziehen. Ja. Beißen. Zack. Und die letzte Wiederholung. Yes. Sehr, sehr schön. Okay. 1 Übung haben wir noch zusammen. Die nennt sich Bergsteiger, Mountain Climber. Wir sind in der Liegestützposition und dann ziehen wir die Knie schön abwechselnd nach vorne an, okay? Versucht nochmal 30 Sekunden alles zu geben. Rumpf bleibt stabil und macht euch bereit. Kommt, die letzte Übung. Beißen wir nochmal gemeinsam in 3, 2,
1 und kommt, los geht's. Halbe Minute, Bergsteiger. Jawohl. Ihr geht euer Tempo. Mir ist es wichtig, dass ihr es durchzieht. Egal, ob ein bisschen schneller oder langsamer, durchbeißen. Super. Weiter geht's, kommt. Wir haben noch 10 Sekunden. Dann habt ihr 10 Minuten geschafft. Beißt durch, die letzten. Super. 5, 4, 3, 2, 1 und geschafft. Finish. Sehr, sehr gut. Nehmt euch kurz Zeit, atmet durch. Ich danke euch vielmals fürs Mitmachen. 10 Minuten Gas gegeben, was für euch gemacht, ein bisschen Bewegung in den Alltag gebracht. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.